Wenn du in einem aufrechten, geraden Stand angekommen bist, dann schau mal, ob du einen Gürtel, einen Schal oder vielleicht einen Yogagurt in der Nähe hast. Das hier wäre zum Beispiel ein Yogagurt, aber wenn du keinen solchen Gurt hast, nimm einfach vielleicht kurz einen Schal, ein Tuch oder einen Gürtel für diese Übung, die wir jetzt machen. Eine Dehnübung für den Oberkörper und den Brustkorb, für eine schöne Öffnung im Herzraum. Wenn du so wie ich einen Yogagurt hast, kannst du ihn einmal falten und dann greifst du ihn mit beiden Händen ungefähr schulterweit entfernt. Und jetzt achte mal auf die Handgelenke, dass die nicht zu weit nach unten oder nach oben abgeknickt sind, sondern dass du hier eine Verlängerung hast von dem Handrücken bis hin zum Arm. Dann darfst du gerne mit dem nächsten Einatmen die Arme nach oben strecken. Bisschen wie ein V leicht geöffnet. Schau nochmal und achte nochmal auf die Handgelenke. Und jetzt kannst du hier richtig schön in deinen Brustkorb ein- und ausatmen. Der Brustkorb hebt beim Einatmen und die Schulter entspannen beim Ausatmen. Zieh, wenn du möchtest, auch ein bisschen den Gurt auseinander. Dann verstärkt es diese Dehnung hier nochmal im Oberkörper und Herzraum. Dann darfst du langsam wieder die Arme sinken lassen. Einmal die Schultern kreisen, lockern. Und dann nimmst du den Gurt hinter dich und kannst hier genauso die Arme gestreckt lassen, den Gurt greifen. Bleib aufrecht und gerade. Und du darfst gerne, wenn du möchtest, auch hier die Arme etwas anheben oder vielleicht sogar etwas am Gurt ziehen. Atme auch hier in deinen Brustkorb ein und aus, dass sich der Brustkorb anhebt beim Einatmen und die Schultern gehen zueinander weg von den Ohren beim Ausatmen. Du kannst hier in deinen Herzraum durch die Nase tief ein und aus. In deinem Tempo atmen noch einmal. Dann löse auch hier, nimm den Gurt in eine Hand, kreise nochmal die Schultern. Und dann nimmst du mal den Gurt nur in die rechte Hand, nimmst hier den Ellbogen nach oben, ziehst den nahe an den Kopf heran. Und jetzt darfst du mal von unten den Gurt greifen. Kann sein, dass du gerade hier hinkommst. Du kannst auch ein bisschen höher gehen. Und wenn du dann deine Position für deine Hände gefunden hast, dann darfst du auch gerne etwas auseinanderziehen. Das verstärkt dann noch mal hier diese Dehnung im Brustkorb. Und dann nimm hier noch einen tiefen Atemzug. In dieser Variante des Kuhgesichtes mit dem Gurt. Und dann kannst du den anderen Arm lösen. Und jetzt machen wir einen Seitenwechsel, in dem du hier oben die Hand wechselst. Also du hast den Gurt jetzt in der anderen Hand. Kannst jetzt erstmal den Ellbogen schauen, dass er nicht so weit nach rechts oder nach vorne zeigt, sondern dass er wirklich nach oben Richtung Decke zeigt, dass er gerade ist. Greife fest den Gurt und jetzt kannst du von hinten unten den Gurt wieder greifen. Und es ist hier nicht wichtig, dass sich die Hände berühren oder die Finger, sondern du hältst dich am Gurt fest. Und wenn du die Position gefunden hast, dann kannst du auch hier nochmal auseinanderziehen und in dieser Dehnung einen Moment bleiben und entspannt in den Herzraum ein- und ausatmen. Dann darfst du langsam wieder lösen. Den Gurt kannst du auf die Seite legen.
schön, dass du heute mit mir Yoga geübt hast. Wenn es dir gut getan hat, wenn es dir gefallen hat, dann kannst du dir gerne auch meine anderen Videos anschauen auf dem Kanal. Einfach mal die Playlist anschauen, was es da noch gibt. Atemübungen, Meditation oder kürzere Yoga-Einheiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.